was sie unbedingt nachmachen. Herzhaftes, da brauche ich was Süßes, aber dann brauche ich wieder was Fruchtiges und dann brauche ich wieder was Herzhaftes. Dass man Eis mit Olivenöl isst. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute teste ich mit euch TikTok-Food-Trends. Ich habe in letzter Zeit ein paar sehr interessante Sachen auf TikTok gesehen und ich dachte, die muss ich jetzt endlich mal ausprobieren. Lasst mir wirklich sehr, sehr gerne schon mal ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Ich weiß, viele von euch gucken die Videos regelmäßig, haben aber noch nicht abonniert und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Das erste Rezept ist ein Gurkensalat und ich fand den so geil, weil ich diese Kartoffeln aus dem Ofen, da gab es ja mal so einen Trend mit so Kartoffeln, die man erst kocht und dann in den Ofen tut, so platt drückt. Und dann werden die so richtig schön knusprig. Und das haben jetzt Leute genommen und einfach als Kartoffelsalat umgewandelt. Und ich finde die Idee so geil. Das sind jetzt einmal hier die Zutaten. Einmal so kleine Kartoffeln, Joghurt, Gurke, Knoblauch kann man, muss man aber nicht. Dann habe ich noch Schnittlauch geholt. Und viele machen da noch Zwiebeln und Mayo und Senf und alles rein. Aber das kann ja jeder so machen, wie er will. Ich habe irgendwie total vergessen, eine richtige Bewertung zu machen. Wir haben das Essen dann einfach nur noch in uns reingeschlungen, weil wir so am Verhungern waren. Aber ich muss sagen, ich fand es richtig geil. Man hätte das ein oder andere verbessern müssen. Also Tipp, wenn ihr das macht, lasst die Kartoffeln wirklich sehr lange kochen, dass die richtig weich werden, dass man die richtig gut zerdrücken kann. Macht wirklich ordentlich Öl drüber, damit die richtig knusprig werden. Und lasst die lange genug im Ofen und dann ist das wirklich eine 10 von 10. Ich liebe ja sowas und ich bin auch froh, dass ich diesen Dip mal wieder gemacht habe, weil der schmeckt auch richtig lecker. Ich würde dem Ganzen so eine 8 von 10 geben. Ist schon sehr solid. Ich liebe ja Kartoffeln und Gurken sowieso. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns an das nächste. Und zwar geht ein Trend rum, dass man Eis mit Olivenöl isst. Und das habe ich davor noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich glaube, die meisten benutzen immer Vanilleeis, aber ich habe jetzt kein Vanilleeis da. Deswegen nehme ich einfach mein Pistazieneis. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal zusammen, weil ich kann mir das wirklich 0,0 vorstellen. Ich hatte das eben total vergessen. Da kommt ja auch noch Salz drauf. Es ist völlig crazy. In mir ergibt das noch keinen Sinn, warum ich über was eh schon Ungesundes noch einfach Öl drüber kippen soll. Vor allem, weil ich Fettig auch nicht so gut vertrage. Aber vielleicht ist es ja auch ultra geil. Ich nehme jetzt hier dieses Pistazieneis von dem Tim Melzer. Leute, das schmeckt so geil. Ich habe jetzt in ein paar Tagen schon einiges davon weggegessen. Ich glaube, ich mache das jetzt hier einfach auf dem Löffel, weil ich glaube, dass es... Ich könnte mir vorstellen, dass es Verschwendung ist, wenn ich jetzt eine ganze Portion damit vorbereite. Ich habe hier einfach ein bisschen Olivenöl. Hau da jetzt ein bisschen was drauf. Irgendwie ekelt es mich auch ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. So pur Öl? Nee. Okay, jetzt noch ein bisschen Salz drüber. Wahrscheinlich gibt es ja jetzt auch noch Unterschiede, ob ich irgendwie so ein richtig gutes Olivenöl habe oder Meersalz oder Kristallsalz oder wie das alles heißt. Aber mal gucken, wie das jetzt hier mundet. Oh mein Gott. Ich bin so ein krasser Konsistenzmensch. Unfassbar. Also, ich sage euch ehrlich, vom Geschmack her ging's, weil ich mag auch eigentlich so salzige Sachen auf Eis oder so. Ich dippe zum Beispiel auch immer meine Pommes von McDonald's in meinen McFlurry rein. Aber das Öl macht für mich einfach keinen Sinn. Also klar, ein bisschen geschmacklich, aber ich bin auch nicht so der Olivenöl-Fan. Ich kann mir vorstellen, dass es Leuten schmeckt, aber ich verstehe auch einfach den Sinn davon nicht. Deswegen... boah, nee, ich glaube, ich muss so eine... Ich glaube, ich gebe eine 2 von 10. Es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, aber es gibt wahrscheinlich genügend Leute, die diesen
Markt erfüllen von diesen Dingen. Aber irgendwie die Konsistenzen so, das widert mich einfach nur an. Als nächstes machen wir einmal diesen gehypten asiatischen Gurkensalat. Da braucht man einfach nur so kleine Snackgurken, frischen Knoblauch, Sesam, Reisessig, Sesamöl, das habe ich jetzt vergessen in der Auflistung, Agavendicksaft, Sojasauce, bisschen Salz, Chiliflocken, wer mag. Und ich glaube, das war's jetzt alles. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und man muss auf jeden Fall die Gurke in eine sehr interessante Form schneiden, die, glaube ich, ein bisschen tricky ist. Ich bin wirklich so gespannt hier drauf. Ich habe das eine Zeit lang so, so extrem oft auf TikTok gesehen. Ich muss sagen, ich esse ja zum Beispiel auch mein Sushi überhaupt nicht mit Sojasauce, aber ich koche manchmal damit, also wenn ich so asiatische Nudeln mache oder so. Deswegen bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, ob das mein Geschmack ist. Ich habe das jetzt nochmal ein paar Minuten ein bisschen einwirken lassen und so ein bisschen rumgerührt, damit es auch überall dran kommt. Ich finde, es riecht schon mal sehr gut. Ich finde es viel geiler als erwartet. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, öfter zu essen. Ich glaube, also ich hatte jetzt eben keinen Bock auf Knoblauch, aber ich glaube, wenn man da nochmal richtig fein so Knoblauch reinraspelt, ist das wirklich ultra, ultra geil. Und ich finde gerade so, wenn man sich so asiatische Nudeln macht oder so, dann passt sowas ja viel besser, als würde ich jetzt meinen deutschen Gurkensalat dazu machen. Dann finde ich das schon ziemlich geil. Das hat mich jetzt wirklich sehr positiv überrascht. Dadurch, dass ich mir das echt vorstellen kann, öfter zu essen, würde ich dem Ganzen echt so eine 8,5 oder so geben. Ich glaube, man ist jetzt nicht dazu verpflichtet, das immer so zu schneiden, wie das jetzt in den Videos immer gemacht wurde. Ich glaube, man kann es auch ganz easy schnell so raspeln und fertig. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Schreibt mir auch unbedingt mal, ob ihr irgendwas von diesen Rezepten schon mal ausprobiert habt, wie ihr die findet. Vor allem so jetzt der Gurkensalat und das Eis mit dem Olivenöl würde mich mal ultra interessieren. Und dann hoffe ich, dass der nächste TikTok-Food-Trend gleich schon fertig ist, weil der ist nämlich schon im Gefrierschrank. Es geht weiter mit einem Nachtisch. Und den habe ich tatsächlich persönlich überhaupt noch gar nicht gesehen, aber der wurde mir zugesendet. Und zwar Granatapfel mit Schokolade und dann in den Tiefkühlschrank. Ich stelle mir das schon ziemlich geil vor, muss ich sagen. Deswegen, ich habe mir jetzt auch extra schon was anderes angezogen, weil diese Granatapfelfarbe ist schon wirklich sehr, sehr hardcore. Falls ihr den Trick noch nicht kanntet, man kann auch einfach einen Granatapfel in einer Schüssel mit Wasser schälen, dann gibt es nicht so ein Riesenchaos in der Küche. Das werde ich jetzt einmal schnell machen. Und dann muss ich praktisch eigentlich nur noch die Schokolade schmelzen. Ich glaube, dann ist es auch schon fertig. Das war jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht mal eine halbe Stunde im Tiefkühler. Und ich finde, das sieht so cute aus. Gestern war ja Valentinstag und ich hätte das mal gestern machen sollen. Das gibt mir richtige Valentinstags-Vibes. Ich habe gesehen, manche machen da noch andere Toppings drauf, so Kokosnussraspeln und so. Aber ich musste das jetzt erstmal so pur probieren. Leute, wenn man da jetzt noch eine Schicht Joghurt dazwischen macht, oh mein Gott, das werde ich das nächste Mal auf jeden Fall ausprobieren. Ich hatte jetzt Zartbitterschokolade genommen, aber ich glaube, man kann da jede Schokolade nehmen, auf die man Bock hat. Ich glaube, im Sommer ist das ein richtig, richtig, richtig kranker Snack. Aber ich finde es auch jetzt so geil. Die Schokolade, einfach schön knackig. Und die Granatapfelkerne sind auch einfach so halb gefroren und so richtig schön frisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist immer der Kreislauf. Ich esse erstmal was Herzhaftes. Da brauche ich was Süßes, aber dann brauche ich wieder was Fruchtiges und dann brauche ich wieder was Herzhaftes. Und das ist so die perfekte Kombi, um so süß und fruchtig zu vereinen. Ich finde es richtig, richtig nice. Ich muss gucken, dass ich jetzt nicht alles auf einmal aufesse, weil dann hätte ich ja einfach eine ganze Tafel Schokolade weggesnackt. Das wäre jetzt nicht so nice, aber ich glaube, ich gebe dem eine 9 von 10, weil ich glaube, nochmal mit Joghurt wäre es noch geiler, aber es ist schon wirklich richtig, richtig lecker. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. So, das war es jetzt auch schon mit den Rezepten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, mal wieder ein paar neue Sachen auszuprobieren. Da waren nämlich echt ein paar geile Sachen dabei. Und ansonsten würde ich sagen, danke für jeden Kommentar. Und ansonsten wollte ich mich nochmal bedanken für alle, die mich hier regelmäßig unterstützen und kommentieren und so. Ich sehe euch alle und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!